Ja, hallo und herzlich willkommen zu Zock mal wieder. Ich bin der Tomaniac und ich bin wohlbehalten zurück von meiner ersten Retro-Börse überhaupt. Ich bin also vorher noch nie auf einer gewesen. Und die hat ja jetzt kürzlich stattgefunden in Bochum, und zwar in der 14. Ausgabe. Und ich hatte halt zufällig Urlaub und war zufällig da in Deutschland. Und dann dachte ich mir, nimmst du das mal mit und vielleicht hast du ja Glück und findest das, was du schon immer gesucht hast, nämlich einen Atari 2600 und einen C64, weil beides hatte ich in meiner Kindheit. Beides habe ich aber dummerweise verkauft und jetzt habe ich mir erhofft, das da anzutreffen und mir einfach wieder zu holen. Und was soll ich sagen, ich habe Glück gehabt. Ich habe den Atari 2600 in der Darth Vader Version ergattern können und noch einen ganzen Sack. Ich sag mal, ja, das sind so gut 30 bis 32 Module, habe ich mir dann gerade auch mitgenommen. Und auch mit dem C64 hatte ich Glück. Da konnte ich einen ergattern. Was mir für den aber noch fehlt, das ist entweder die 1541 Ultimate 2 oder das SD2IEC. Einfach damit ich dann das Ganze mit einfach mit einer SD-Karte füttern kann. So, ja, gut, störe mich nicht. Und das Ganze, was ich da jetzt alles so gekriegt habe, werde ich euch allerdings erst im Januar zeigen können, denn das ist momentan noch alles in Deutschland zwischengelagert. Das hat nicht mehr ins Auto gepasst. Im Januar werde ich das nachholen und euch zeigen, was ich da alles genau ergattert habe und sicher die einzelnen Games dann auch mal genauer unter die Lupe nehmen und auch mal anzocken. Was sie dort hatten auf der Retrobörse, was ich aber nicht mitgenommen habe, ich weiß gar nicht warum nicht, denn es handelt sich hierbei um eins von zwei Games, die überhaupt mit Sprachausgabe, ja, oder ansatzweise Sprachausgabe für den Atari 2600 rausgekommen sind. Das ist Sesam, öffne dich von Bitcorp aus dem Jahr 82. Und das habe ich jetzt hier gerade mal am Laufen und ich zeige euch mal, worum es hier geht. Und zwar soll man hier Alibaba sein und muss auf jeder Etage, hier auf jeder Plattform, Seile aufspannen, an denen dann hochklettern. Und Ziel ist es, nach ganz oben zu kommen. Dieser Ball hier, wenn ich den einsammle, mit dem kann ich die Gegner hier flachlegen. Die bleiben dann auch flach. Was praktisch ist. So. Im ersten Level geht das noch relativ gut, weil die Gegner sind da noch recht langsam und verfolgen einen auch noch nicht direkt. Ja, man muss eben diese Seile auf jeder Etage spannen. Oh, dann nehme ich mit. Du störst mich nicht mehr. Um nach ganz oben zu kommen. Dann sollte man eine... Da ist es! Die berüchtigte Sprachausgabe Open Sesame. Ja, mit ein bisschen Goodwill kann man es verstehen. Und das ist cool. Also das überhaupt aus dem Atari 2600 rauszuquetschen, finde ich schon ganz beachtlich. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich wie Hulle, irgendwann mal die ganzen Sachen im Original da zu haben. Und, boah, das sieht nicht gut aus hier. Ja, das war auf jeden Fall mal eine ganz interessante Erfahrung, zur Retro-Börse zu fahren. Und ich bin dann auch recht früh los, war dann so gegen 9:45 rum, war ich zumindest schon mal in der Straße, wo das stattfinden sollte. Und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, wo sollst du denn hier parken? Weil Parkmöglichkeiten waren ziemlich rar gesehen, beziehungsweise es war irgendwie alles dicht. Und dann hatte ich aber Glück, dass irgendwo da in der Nähe, so etwa 5 Minuten Fußweg von da, einer aus seiner Parklücke rausgefahren ist und ich dann direkt rein. Und da habe ich gedacht, so, da bewegst du dich jetzt für den Rest des Events nicht mehr weg.
Level 2. Und ja, 5 Minuten später stand ich dann in der Schlange. Die war noch nicht so groß. Das sah eine halbe Stunde später dann schon ganz anders aus. Denn da war die dann so weit, das Auge reichte. Hätte ich nicht gedacht, dass der Andrang so groß war. Das hat man dann auch gemerkt, als es reinging. Wobei sie diesmal aber dann wohl zum ersten Mal 2 Eingänge hatten, dass man unten und oben rein konnte, denn die Börse fand auf 3 Etagen statt. Und drinnen gab es dann wirklich das Paradies. Je nachdem, was man gesammelt hat. Und da habe ich gar nicht lange gefackelt, denn... Oh ja, jetzt sind sie wirklich schon drauf aus, dich hier zu verfolgen, ne? Man kriegt sie halt nur erlegt, wenn man diesen Ball einfängt. Ja! Ja! Wenn man dann aber dieses Seil hochklettert, dann ist die Wirkung verfehlt. Das könnte jetzt knapp werden. Hui! Ja, was soll ich sagen? Mr. Atari war mein bester Freund. Denn gegen eine entsprechende Spende für einen guten Zweck konnte ich dann nämlich den Atari 2600 in der Darth Vader Version ergattern bei ihm. Und er ist eben wohl auch Spezialist fürs Modding, denn er hat den gleich mit einem entsprechenden Anschluss für Flachbildschirme versehen, beziehungsweise für modernere Fernseher. Und da sage ich nicht nein, ich kann ihn aber genauso gut noch an meine alte Röhre anschließen, denn weil die hat die entsprechenden Anschlüsse schon. Weil ich denke, da kommt das Retro-Feeling dann doch noch besser als auf dem Flachbildschirm. Das wird allerdings dann mehr so zu meinem reinen Vergnügen sein, denn ich glaube, zumutbarer ist es für euch, die Sachen über einen Emulator zu sehen. Es sei denn, ihr habt Bock drauf, dass ich das mal einfach abfilme und ja, ich gucke selber mal. Ich bin selber mal gespannt, wie die Qualität sein wird auf dem Flachbildschirm. Wie gesagt, das werde ich erst im Januar testen können. Aber ja. Ja, und weil es so nett war mit ihm, habe ich dann auch ganz gut bei den Modulen zugeschlagen. Und mir alles geholt, was ich damals irgendwie hatte oder kannte oder aus der Videothek ausgeliehen hatte. Und das ist irgendwie so ziemlich alles, was Rang und Namen hat. Wobei die Liste noch längst nicht vollzählig ist. Scheiße. Der hängt mir ziemlich am Hacken. Ach, und jetzt geht der Ball eine Etage tiefer und ich kann hier nicht unter. Nur auf dem Weg. War's das schon? Anscheinend. Ja, dann machen wir gerade noch eine Runde. Kann ich noch ein bisschen quatschen. Hallo? So. Gut. Ja, ich habe ihm zwar gesagt, reservier mir das Ding mal, weil der Preis war schon ziemlich ansprechend für mich. Ich gehe noch mal eine Runde und dann bin ich aus der Halle raus. Und sah nur, wie die Menschenmassen reinströmten. Und dann dachte ich mir, scheiß drauf. Bin mir da rein, sag, komm, mach mir das Ding klar, hast du eine Tüte? Ja, hat alles da gehabt. Und schon war die Kiste im Sack. Und kurze Zeit später ging es mir dann so ähnlich mit dem C64. Den ich Gott sei Dank für kleines Geld ergattern konnte. Ich war erstaunt. Und da habe ich mir aber von Anfang an den Plan ausgedacht, du wirst dir kein 1541 Floppy-Laufwerk da dran klemmen und auch keine Datasette, weil die Medien sind schwer zu erwerben und wer weiß, wie zuverlässig das alles heute noch läuft. Und es gibt ja mittlerweile tolle Alternativen. Ich frage mich nur, soll ich jetzt mir dieses 1541 Ultimate 2 holen. Das hört sich ja verdammt gut an, weil es kann ja auch irgendwie so ziemlich alles abspielen. Oder begnüge ich mich
mit der SD2IEC-Variante, die halt nur die PAG oder die 64-Dateien abspielt. Was ja vielleicht genügt, allerdings ist kein Fastloader drin und dann wartest du halt da auch mal so deine 10 Minuten, bis was geladen ist. Oder man steckt dann noch einen Fastloader dran. Das wird nämlich auf der Seite gerade mit angeboten. Ich bin noch unschlüssig. Ich lasse mich da gerne beraten. Ich habe noch nichts bestellt. So. Ja, ich muss sagen, ich bin mit einem echt breiten Grinsen nach Hause gefahren. Und ja, es gab wirklich so einiges. Ja, ich war noch verabredet mit MS Standard und Mr. Venom 1974. Nochmal ganz herzliche Grüße an alle beide. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, sich zu verabreden in der Cafeteria um 13:30 und sich dann in der Menge zu erkennen, weil ich kenne beide nur vom Hörensagen bis dahin, aber noch nicht vom Sehen. Und da dachte ich, ich habe einfach darauf gehofft, dass sie mich erkennen, weil ich meine Visage ja schon irgendwo mal gezeigt habe zwischendrin. Und sei es nur als Spiegelbild im Amiga-Monitor. Und was soll ich sagen, es hat tatsächlich funktioniert. Und das war wirklich ein ganz nettes Treffen. Habe ich echt gefreut, beide mal kennenzulernen. Auch mal so live. Es war wirklich nett mit euch. Und ja, ich bin für alles zu haben, wenn es heißt, lass mal was zusammen machen. Oh. Sie achten doch schon deutlicher jetzt hier drauf, wenn ich komme. Und ein Ball kommt auch gerade nicht. Wenn ich jetzt da runter gehe, dann habe ich den an der Hacken. Der ist mindestens etwa genauso schnell. Okay, doch nicht. Da stehen die Chancen ja doch nicht so schlecht. Du, weg. Jetzt fehlt mir noch eins. Ja, der Sesam öffnet sich erst, wenn alle Seile gespannt sind. Witzig. Jetzt frag mich nicht, wie das zweite Game heißt, was Sprachausgabe hat. Das müsste ich selber erstmal recherchieren. Ich habe keinen Schimmer. Und da ja für den Atari 2600 angeblich so circa 1200 Module rausgekommen sind, ja. Da muss ich übrigens auch sagen, ich habe überwiegend nur die Cartridges mitgenommen und ja, ich glaube nur zwei Verpackungen. Einfach, weil ich Schiss hatte, dass die den Transport irgendwie möglicherweise nicht heile überstehen. Und das nimmt mir einfach zu viel Platz weg. Auch wenn ich das jetzt hier irgendwo lagere, ich habe sowieso nur begrenzten Platz. Und da bin ich froh, wenn ich das alles reinkriege, was ich jetzt da habe. Das sollte funktionieren. So ein einzelnes Modul nimmt ja nur wirklich nicht so viel Platz weg. Der ist schon einige schneller auf Zack jetzt. Huh. Das sieht gut aus. Das könnte ich schaffen. Aber sowas von. Jetzt frage ich mich gerade, geht das irgendwie auf Zeit? Weil, ja, es könnte sein. Oder heißt es immer, wenn ich ein Seil hochklettere? Nee, verliere ich da Punkte? Jetzt habe ich wieder 5000. Dann ist das da oben die Gesamtpunktzahl. Ja. Nein. Runter. Hör. Nee. Das könnte sein, dass ich hier nicht mehr allzu weit komme. Weil die sind doch schon auf Zack. Geh du mal nach ganz hinten, Freund. So. Ja,
Ich weiß nicht, wie günstig die Konstellation ist fürs nächste Mal. Das war jetzt reiner Zufall, dass meine Ferien oder mein Urlaub und die Börse zusammenfielen. Deswegen habe ich jetzt halt auch so ziemlich zugeschlagen bei den Modulen. Ja. Ja, jetzt wo ich das hier so zocke, stelle ich fest, das macht richtig Laune. Schade, hättest du es mal mitgenommen. Aber ich habe es eben da nicht so ausgiebig gezockt. Und da andere schon deutsch klingende Titel gezockt haben. Das waren dann irgendwelche Machwerke, die dann aus dem Hause Quelle oder Kaufhof kamen, wo es heißt so, da wäre ich jetzt mal vorsichtig mit. Oder ist es gerade erst recht lustig, sich das mal genauer anzugucken, war ich skeptisch und habe es nicht mitgenommen. Und ich habe eben auch gar nicht gewusst, dass es eine Sprachausgabe hat. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe es nur mal kurz angespielt, denke so, nö, was musst du denn da machen? Kommst du bis oben hin? Habe aber nicht gerafft, dass man überall Seile spannen muss. Und dann bin ich halt auch schon wieder weiter. Nächste Runde. Ich habe erst oben angefangen, habe dann auf mittleren Regalhöhen geguckt. Und in der Bückzone, da hat man dann noch so ein, zwei Schnäppchen gemacht. Also richtige Schnäppchen, wo ich dachte so, wow. Anderswo wollten sie für dasselbe Modul 12 Euro oder mehr haben. Und am Ende habe ich nur einen Bruchteil für das gleiche bezahlt. Also vergleichen lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das war Open Sesame, Sesam öffne dich von Bitcorp aus dem Jahr 1982 für den guten alten Atari 2600. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich denke mal, jetzt wo ich gerade so angefixt bin, auch vom Atari-Kauf und ja, einfach weil es auch eine geile Zeit war, da wird sicher noch so einiges kommen. Alleine schon aus dem Grund, weil ich da jetzt mal so ein paar Sachen ausprobieren werde. Ich gehe mal die Liste so durch. Was gab es noch Schönes? Was lohnt sich als Modul? Ja. Und ansonsten sage ich, ciao, bis demnächst, euer Tomaniac.